herzlich willkommen bei Blackpin TV, einer weiteren Folge der 12. Sendung hier an der Hochschule in Aalen. Ja, was ist Blackpin TV? Wir nennen uns ja The Future Club. Wir laden hier spannende Menschen ein aus unserem Netzwerk, die ja sehr visionär denken, die ja innovativ sind und die einfach in ihrer Arbeit etwas bewegen. Und da gehört Stefan Hebel auf jeden Fall dazu. Wir kennen uns schon viele Jahre und er ihm gehört die Firma Keller Group, aber ist auch Gründer der Bubble-Runde in Stuttgart. Da kannst du selber gleich noch mal was dazu erzählen. Da waren wir auch mal eingeladen, schon vor 3 Jahren zu Gast und durften uns als Startup dort präsentieren vor einem erlesenen Kreis von Top-Unternehmern aus der Region Stuttgart. Und neben mir heute, wie in der letzten Sendung auch schon, Winfried Hofele, freue mich, dass du auch wieder dabei bist. Hallo. Und genau, und wir legen gleich mal los mit einer Vorstellungsrunde. Stefan, erzähl mal von Vielen dir. Vielen Dank, Sandra, alles gut. Ja, mein Name ist Stefan Hebel, ich komme aus Ditzingen, bin Schwabe, wie man es unmissverständlich hört. Ich betreibe dort seit gut, ja, also wir betreiben seit mehr als 100 Jahren ein Familienunternehmen. Ich seit rund 35 Jahren. Wir beschäftigen uns mit Logistik, einer Seite Transport, anderer Seite Lagerhaltung und der dritte Part ist das Thema Beratung. Das heißt also, wir beraten Firmen im Bereich der Logistik, wir entwickeln Logistikkonzepte, wir entwickeln Gebäude, wir bauen die, wir nehmen sie in Betrieb, wir machen die IT dazu und sorgen dafür, dass der Kunde einen durchgängigen Ansprechpartner hat, wenn er ein schwerwiegendes logistisches Problem hat. So, das ist in Kürze das Thema zu Keller. Mhm. Kann man nachlesen auf der Homepage. Und das zweite Thema, Bubble-Runde Stuttgart, das ist unsere soziale Kompetenz, würde ich mal sagen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Unternehmer wie wir, Mittelständler oder wir immer ein starkes Rückgrat sind im sozialen Bereich. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren, schon 97, ein erstes Unternehmen gegründet, eine erste Charity-Geschichte gegründet. Das war das Thema Starcare, wir helfen Kindern in Zusammenarbeit mit Daimler AG. Und ich habe dann 2008 die Bubble-Runde Stuttgart ins Leben gerufen. Das sind heute so rund 350 Unternehmer aus Baden-Württemberg, Führungskräfte, Inhaber, Gesellschafter. Gesamtpotenzial so knapp 35 bis 40 Milliarden Euro Gesamtumsatzvolumen. Und wir treffen uns einmal am ersten Montag im Monat, um uns auszutauschen, um Innovationen zu besprechen, um aktuelle zeitkritische Themen zu diskutieren. Dann muss jeder an dem Abend zwischen 50 und 100 Euro abgeben, je nach Größe, Cash-Kralle, ohne Spendequittung. Dann geht das Geld am nächsten Tag zu der Verwendungsstelle, wo wir am Abend beschlossen haben. Dort wird das Geld bar übergeben, Schuppe zu, Ende aus. Keine großen Mitteilungen im Blättle oder so, sondern wirklich einfach nur Hilfe für Selbsthilfe und ohne großes Aufsehen. Und wir integrieren die Junioren ab 16 in das Unternehmen, in das Thema der Bubble-Runde. Das heißt also, wenn einer einen Junior hat, dann kann der ab 16 Jahren an der Bubble-Runde teilnehmen. Und da eröffnen ihm natürlich ganz andere Verbindungen, weil da kann er mit einem Vorstand von der Deutschen Bank oder mit einem Vorstand von der Intersport in Heilbronn an einem Tisch sitzen. Und das ist eine einmalige Chance, ein Netzwerk zu verbreiten, ohne dass man sich zwingend auf Instagram, Facebook oder ähnliche Themen verlässt. Weil das ist live, das ist Business to Business und das ist so eine Art Mentorenleidenschaft, die da entsteht. Und so integrieren wir Jugendliche ins aktuelle Geschäftsleben. Ja, also ihr setzt total auf Socializing eigentlich, das echte Treffen noch. Ja. Und wie habt ihr das gemacht dann in Zeiten von Corona? Gab es dann trotzdem diese Treffen? Oder? Was ist Corona? Okay, also, jetzt müssen wir mal eins noch dazu sagen, was du nicht erwähnt hast, ist mir aber ganz wichtig als Frau, dass da nur Männer eingeladen sind, ja. Also beziehungsweise Männer als Mitglieder, aber wir durften ja auch als Blackpin dort präsentieren, ja. Also als Frau durfte ich dann auch, wurde ich geduldet sozusagen. Exakt. Ja, also ich denke, wir könnten das heute ändern, oder? Sicher nicht. Ich möchte so gerne Mitglied werden und ich rede schon seit 2 Jahren. Auf Stefan ein, dass ich da auch teilhaben möchte. Und ich finde das nur fair, weil du ja jetzt auch in unsere Sendung eingeladen wirst. Also ich denke, das ist ein Aufschlag. Nee, aber erzähl mal, warum nur Männer? Mal ganz kurz noch. Aber da war doch, oder? Ja,
vielleicht, Sandra, das ist eine Entwicklungssache. Ich erzähle mal die Geschichte, wie das bei Rotary war. Mhm. Ich war vor vielen Jahren mal, habe ich einen Report über Rotary Club hier gemacht und bin dort beim Präsidenten gewesen. Mhm. Und den habe ich auch gefragt, wieso da nur Männer sind und keine Frauen. Dann war er auch ziemlich abfällig und ruhig und alles. Und ich habe gesagt, die Frauen sind schon dabei, die müssen die Männer dann immer nur nach der Sitzung abholen und nach Hause fahren, weil ja, ich meine, aber inzwischen hat sie ja bei Rotary da viel getan und es gibt ja auch die Frauenorganisationen und die sind inzwischen mit drin. So dass ich, wenn du ein bisschen Geduld hast und wenn du deinen Schaum einsetzt, dann. Du, ich mache das seit 2 Jahren, anscheinend reicht es nicht. Das reicht nicht. Da kann ich nur so blöd sein. Also der Punkt ist der, dass wir das auch so weiter beibehalten werden, weil ich bin der Meinung, es gibt einfach auch, man muss auch noch eine letzte Männerbastion haben. Ja? Ich meine, bei allem, was wir heute haben, ich bin für alles, ich bin für Gleichberechtigung, ich bin für Emanzipation, alles wunderbar. Aber es muss immer noch so kleine Spielwiese geben, wo jeder sein eigenes Ding macht. Und ich bin auch dafür, dass es so einen Frauenclub gibt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich hatte das in Hamburg ja auch. Also ich habe es in Hamburg ja auch gemacht. Und ich habe ein Erlebnis gehabt, gleich am ersten Abend, wo wir in der Elbe Blanche die erste Einladung gehabt haben, wo eine Dame reinkam und wir hatten es mit Frauen oder mit Geschäftspartnerinnen und auch mit Ehefrauen. Und es ist halt schon peinlich, wenn du dann da Veranstaltung machst und steht ein Ehepaar da und es kommt eine Dame rein, die dann sieht, dass der Typ, mit dem sie vorher vielleicht doch Gespräche führt, auch verheiratet ist und dann dem eine knallt in aller Öffentlichkeit. Schwierig. Und deswegen denke ich einfach, jeder hat so seine Existenzberechtigung, auch im Kleinen. Es gab ja auch mal die Ritter der Tafelrunde, da war auch keine Frau dabei. Und so kleine Bastionen muss man sich noch erhalten. Und jederzeit dürft ihr gerne so eine Veranstaltung machen. Wir können uns ja auch mal treffen. Es gibt ja genügend Frauenveranstaltungen und Frauenclubs in der Zwischenzeit. Ich bin schwer angeschossen worden schon von der Ursula Carven und auch von der Frau Furtwängler. Aber das ist alles okay. Ja. Und solange meine Jungs sagen, wir lassen es so, wie es ist, lassen wir es so. Du darfst gerne mal kommen und darfst... Mal wieder. Grüß Gott sagen. Und Nein, aber ich muss wirklich auch sagen, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schlimm, weil wir machen hier Spaß und es gibt genügend Frauenrunden, wo wir auch nicht die Männer dabei haben wollen, wo es um andere Themen geht und wir gehen auch anders Themen an. Absolut. Männer gehen anders Themen an wie Frauen, nicht nur im Arbeitsbereich, sondern auch im Privatbereich und das ist total okay. Also wir lachen darüber, aber das passt. Und wir sind ja eingeladen, wir durften präsentieren, deshalb fühle ich mich da jetzt nicht. Und gewonnen, 2. Platz haben wir, glaube ich. 2. Platz. Ja, ich glaube, 2. Platz, ja. Aber jetzt lädst du uns noch mal ein, dann machen wir 1. Platz. Ja, nee, also war wirklich ein toller Abend und es ist ein super Netzwerk, wirklich. Also danke. Hochrangig und super Plattform, muss ich schon sagen. Okay. Genau. Stefan, dann lass uns jetzt einen Cut machen und gehen wir zu den eigentlichen Themen zurück. Aber bevor wir über die Herausforderungen sprechen, die Speditionen derzeit haben, wollen wir auf ein aktuelles Thema eingehen. Du hast uns vorhin einen interessanten Videoclip gezeigt, den möchten wir hier auch gern zeigen. Stichwort Krieg in der Ukraine, da bist du auch aktiv und so kannst du uns vielleicht erzählen, was gerade läuft und was du da gerade gemacht hast. So dein letztes Logistikprojekt aktuell heute, was du gemacht hast. Hätte ich gern darauf verzichtet, ja, also mal vorweg, ja, also das, was da gerade läuft, ja, also es ist eine zweigliedrige Geschichte. Ja, wir sind eine Spedition und wir haben natürlich auch, glaube ich, eine extrem soziale Ader. Ich glaube, das trifft alle meine Kollegen in der Spedition zurzeit. Wir sind, wenn ich es richtig weiß, heute mit fast 1000 Fahrzeugen in Deutschland weit unterwegs mit Hilfstransporten. Wir selber haben im Verbund mit der Spedition große Vene und wir haben für morgen einen größeren Hilfstransport mit knapp zwischen 12 und 14, 40 Tonner, die wir morgen in die Ukraine schicken, beziehungsweise an die ukrainische Grenze, aller Voraussicht nach über Ungarn. Da sind wir gerade noch an der letzten Abstimmung mit Hilfsmitteln. Also das heißt, wir haben sehr viel Verbandsmaterial, sehr viel Arzneimittel, Wasser. Die Firma Rittersport hat viele, viele Schokolade gespendet. Das bringen wir morgen, aller Voraussicht nach spätestens morgen mit diesen 12 bis 14 Trucks auf den Weg. Und ganz aktuell, das ist das, was wir mit dem Video angesprochen haben, meine 2 Söhne sind im Augenblick auf dem Weg oder sind bereits seit gerade eben in der Ukraine selber und übernehmen dort. Die älteste Frau, die den Holocaust überlebt hat, mit 94 Jahren, eine Jüdin, die in Kiew verweilt mit 3 Männern,
die ja auch schon ein beträchtliches Alter haben, wo zwei auch aus dem Holocaust-Bereich überlebt haben. Die holen die ab, die werden gerade an die Grenze gebracht von ukrainischen Sicherheitskräften. Das Ganze lief über den Wladimir Klitschko, der ein langjähriger guter Freund von mir ist, seit mehr als 20 Jahren, der um diese Hilfeleistung gebeten hat. Und es war dann für uns selbstverständlich, dass wir das auch gleich realisieren. Und ich drücke die Daumen, dass die morgen heil zurückkommen. Genau. Weil sie stecken gerade, wie gesagt, 25 Kilometer hinter der ukrainischen Grenze. Und ich habe gerade mit dem Junior telefoniert. Sagt das, was er dort an Waffengewalt sieht, das ist unglaublich. Und es müssen beeindruckende Szenen sein. Und ich bin ein bisschen nervös. Mhm. Aber, als Vater hat das auch eine ganz... Aber die Jungs sind gut trainiert, also von daher, die kriegen das gewuppt. Also drücken wir die Daumen, dass das alles gut geht. Genau. Es kam dann heute Morgen die Meldung auch noch, dass die Branche, die Speditionsbranche, auch durch den Krieg noch mehr getroffen wird durch den Mangel an Fahrern. Es sollen über 100.000 Fahrer aufgrund des Krieges fehlen. Wie ist das bei dir? Wir haben natürlich aufgrund der Internationalität und aufgrund des unheimlichen Preisdrucks der Industrie natürlich immer die Schwierigkeit gehabt, wie können wir wirtschaftlich arbeiten. Und da war natürlich ganz klar, dass man sich auch von Fahrern aus Rumänien, aus Ungarn, aus der Ukraine bedient hat. Und diese Fahrer, also insgesamt haben wir sowieso einen Fahrermangel, aber wir haben natürlich einen extrem hohen Anteil aus osteuropäischen Fahrern. Und die ukrainischen Fahrer fehlen zum Teil natürlich jetzt, weil die natürlich zurück sind zur Vaterlandsverteidigung, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Das ist ein Thema, was uns natürlich extrem trifft. Dann der Fahrermangel als solches sowieso. Die Engländer haben es hervorgemacht, aus der EU raus, keine Arbeitserlaubnis mehr für osteuropäische Fahrer. Schwuppdiwupp bricht das halbe Versorgungssystem zusammen. Und ich glaube, es wird auch komplett unterschätzt, was in der Logistikbranche nach wie vor tagtäglich geleistet wird. Ja, also ohne Logistik ist alles nichts. Ja. Also ohne Logistik kannst du eigentlich alles abschließen. Ja, da ist Schicht im Schacht. Da sitzt er mir hier nicht mehr, da geht er nicht mehr einkaufen, da ist nichts mehr. Das vergessen oftmals die Menschen. Und wir haben natürlich auch seitens der Politik massive Einschränkungen. Wir werden immer mehr reglementiert, es gibt immer höhere Sicherheitsauflagen. Das ist alles richtig, alles okay. Aber es fehlt so ein bisschen Maß und Bedacht. Und das ist ein richtig heißes Thema. Und das wird uns in der Zukunft noch viel, viel mehr treffen. Ja? Also durch diesen Krieg, von dem ich glaube, dass es noch sehr, sehr lange gehen wird, also bis wir wieder einigermaßen vernünftige Verhältnisse haben, bin ich ziemlich sicher, dass wir dort noch ganz, ganz viele Einschränkungen erleben werden. Das beste Beispiel sieht man an den Tankstellen im Augenblick. Ja, das wollte ich noch fragen. Es ist ein Unding, dass die Regierung darüber nachdenkt und der Herr Lindner, so sehr ich ihn schätze, aber nicht in der Lage ist, morgen zu sagen, die Mehrwertsteuer kommt um 50% runter, damit 80% unserer Bevölkerung mal wieder einigermaßen gerade ausgucken kann. Das ist absolut fahrlässig. Und da sieht man halt, dass da oftmals Leute am Start sind, die von der Materie leider Gottes nichts verstehen. Die sind einfach viel zu weit weg. Hm. Oh je. Mhm. Dazu kommen jetzt noch die normalen, sage ich mal, Herausforderungen, vor der die Branche steht. Zum Beispiel Digitalisierung. Wie geht ihr damit um? Ja. Nun gut, die Transportbranche oder die Logistikbranche als solches hat sich ja sehr gewandelt. Also es ist ja heute nicht mehr so, dass wir nur von A nach B fahren, sondern wir erbringen heute Dienstleistungen, die extrem nachhaltig sind für die Industrie. Ja, das heißt, wir machen Sequenzierung bei der Firma Porsche, wir machen Just-in-Sequence, Just-in-Time für den Daimler, machen Vormontagen, bringen schon Dinge vorgefertigt zum Kunden. Und das setzt eigentlich voraus, dass du im Unternehmen eine extrem hohe IT-Kompetenz hast. Ja? Und diese IT-Kompetenz ist maßgeblich dafür, ob du erfolgreich bist oder nicht in der Zukunft. Das wird einfach zwangsläufig so sein. Und speziell in der Digitalisierung, also sprich durchgehende Tracking-Möglichkeiten, zu sehen, welche Ware ist wo, zu welchem Zeitpunkt, wie lange hat der Durchlauf gedauert, wie war der Bedarf. Dann die Weiterverwertung der Daten bis hin zur künstlichen Intelligenz ist natürlich die Basis dafür, überhaupt erfolgreich zu sein. Und das setzt voraus, dass du dein Unternehmen eigentlich zu einem Technologieunternehmen wandelst. Die LKWs ist das eine Thema, das ist alles nice to have. Da kannst du die besten LKWs haben, das ist toll, aber du bleibst trotzdem auf der Strecke. Ja? Das heißt, du nimmst 100 Meter Anlauf und springst 2 Meter weit. Was du brauchst, ist vernetzte Intelligenz von Punkt A nach Punkt Z. Also nicht nur nach B, sondern weit darüber hinaus. Und du musst wissen oder zumindest daraus ableiten, was du aus diesen Daten machen kannst.
Unternehmenswerte entstehen ja heute nicht mehr groß durch Patente oder durch Innovationen, sondern oftmals durch Dateninformationen. Ja? Also das heißt, die Unternehmensbewertung einer Firma Amazon beruht ja nicht darauf, dass sie jedes Jahr Verlust macht, weil sie mit den Umsätzen von morgen ihre Verluste von gestern finanziert, sondern basiert darauf, dass ihre Datenhoheit und ihre Datendichte und die Datenintelligenz so ausgeprägt ist, dass sie einen Schatz darstellen. Ja? So kann man das Daten formulieren. Daten sind das Kapital von morgen. Daten sind das Kapital von morgen. Das ist einfach der Punkt. Ja. Und wenn du dich dort nicht mit dran anschließt, dann verlierst du halt. Oder du musst andere Geschäftszweige aufbauen, die noch nicht so sehr digitalisiert sind. Mhm. Aber zwangsläufig ist, du musst heute eine hohe, integre IT-Kapazität haben, die auch nachhaltig ist im Unternehmen. Wenn du das nicht hast, Rübe ab. Deshalb reden wir ja auch schon seit vielen Jahren zusammen, weil wir die digitale Transaktionsplattform bauen für agiles, mobiles Arbeiten von morgen. Und die Logistikbranche ist ja für uns auch super spannend, weil man dort eben ja nicht fest irgendwo arbeitet, an einem festen Rechner mit festen Geräten der Firma, sondern da ist alles sehr agil und man bewegt sich von A nach B. Und wie du sagst, das ganze Thema Tracking, Wegstrecken zu tracken, Güter zu tracken, das alles zu erfassen, Zeiten, genau das dann auch abzurechnen, die Transaktion vorzunehmen, das ist genau unser Thema und euers ja auch. Und da treffen wir uns dann in der Mitte. Also die Information ist A und O am Ende des Tages. Das heißt, der Kunde hat einen unheimlichen Wissensdurst, um eine Transparenz in seine gesamte Supply Chain zu bekommen. Und da sind solche Dinge, sicher auch was Blackpin jetzt macht, ein maßgeblicher Faktor dafür, um das zu verbessern und, sage ich mal, nahezu zu den 100% zu bringen, wo man eigentlich hin muss. Ja? Also die letzten 5% sind ja bekanntlich die schwierigsten. Und an der Ecke ist es so, dass ich glaube, dass das Zusammenspiel zwischen solchen Entwicklungsthemen, wie ihr es macht, und den, sage ich mal, den statischen alten Firmen, die so, dass das ein extrem wichtiger Punkt ist. Das muss man mehr vernetzen. Die müssen mehr miteinander reden, um auch die Anforderungen besser zu verstehen und auch die Lösungen dann konzipieren zu können. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, den man viel, viel mehr vertiefen müsste, um einen wesentlich besseren Austausch zu bekommen und einfach so dieses Nahbespeichersystem, wer liefert welche Informationen und wer kann sie wie verarbeiten, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen finde ich diese Plattform hier nicht schlecht, weil es erreicht dann wieder ein paar mehr Leute. Man muss ein Netzwerk aufbauen da dahinter. Und im Augenblick ist es aus meiner Sicht heraus noch den richtigen großen Konzernen vorbehalten, die natürlich mit ihrer Finanzmacht da relativ viel lösen können. Wir denken aber im Kleinen. Also ich kann mit unserem Unternehmer nicht sagen, hey, mir haut jetzt mal schön 20 Millionen in die IT rein. Das funktioniert bei uns nicht. Also wir müssen kleine Schritte machen, müssen auch mit den kleinen Schritten vielleicht 10 mehr machen wie die großen, aber wir müssen zumindest schneller sein. Ja? Das ist wichtig, weil sonst gehen wir im Großen. Ja. Aber ihr habt schon, wie du sagst, ich finde es richtig und spannend, ihr seid Mittel und die großen Konzerne haben alle große Venture Capital dahinter. Die haben wirklich die Geldmacht, sich dann auch an Startups zu beteiligen und sich dann auch dort zu besetzen und dann ist es auch meins. Und dann können die halt von ganz oben, ganz groß, die kleinen Startups sich krallen und können dann gemeinsam das erarbeiten. Aber ihr sitzt in der Mitte, ihr könnt euch halt nicht ein Venture Capital selber leisten und trotzdem müsst ihr aber schnell sein und mithalten und kommt dann mit anderen Themen, die, mit denen ihr halt punkten könnt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, glaube ich auch. Ist ein relativ schwieriges Unterfangen. Vor allem ist ja so, du kriegst am Markt auch nicht die Kapazitäten. Also wir haben ja ein extremer, wir haben ja nicht nur einen Fachkräftemangel bei Elektro, Sanitärheizung, sondern wir haben einen massiven Mangel an Leuten, die A, unsere Sprache sprechen und B, auch wirklich IT-affin sind. Ja? Das ist unser größtes Problem. Also wir haben ja, wenn ich überlege, dass wir selber unser Rechenzentrum in Indien haben, dann ist das einfach schwierig. Ja? Also ich kann zwar mit denen kommunizieren, da geht auch mit der Zeitverschiebung los. Dann geht es mit der Sprache los, dann geht es damit los, dass sie unsere Prozesse gar nicht verstehen. Also das heißt, der Transformationsprozess vom Sender zum Empfänger ist dort mega komplex. Die Arbeitsmoral ist auch eine andere, das Verständnis für Qualität. Wobei, da muss man fairerweise sagen, die haben auch Arbeitsmoral, aber du kannst halt bei denen tagsüber nicht schaffen, bei 40 Grad im Schatten, das geht. Gut, also, ja, oder andere Bedingungen dann, andere Arbeitsbedingungen. Genau. Aber wir brauchen halt einfach Leute, die auch bereit sind, noch für ein bezahlbares Honorar zu arbeiten. Ja? Also das ist das nächste Thema. Wenn ich sehe und heute Bewerbungsgespräche abhalte mit jungen Leuten, die von der Uni kommen und mit nichts wissen,
Nullwissen. Ja, also ich bin auch so ein Nullwisser, ich habe ja weder studiert noch sonst was. Ich bin irgendwann mal in der 9. Klasse von der Schule geflogen. Dann muss ich sagen, es ist echt ein Thema. Da kommen die daher, sind 25 Jahre alt und wollen 80.000 Euro verdienen. Das geht halt Kennen nicht. Wir? Das geht nicht. Nee. Sorry. Und die Großen machen das halt. Die nehmen es ja halt trotzdem. Ja, die Großen, unsere Freunde von Daimler, von Porsche, von VW, egal wie es hier heißt, die nehmen diese Leute trotzdem vom Markt. Die lernen da aber nichts mehr. Das ist ein Riesenproblem. Ja. Und das ist das große Problem. Die sitzen halt dann drin, kriegen eine gezielte Aufgabe. Die machen die dann vielleicht auch gut oder auch weniger gut. Aber es gibt keinen Know-how-Transfer von alt zu jung. Und das ist eines der größten Themen, die wir haben. Wir verlieren hier in Deutschland am Standort immer mehr Seniorität. Und diese Seniorität, wenn du es nicht schaffst, einen Know-how-Transfer stattfinden zu lassen von den Senioren zu den Jüngeren, deswegen auch das Thema Bubble-Runde, Jung und Alt zusammenbringen, dann haben wir hier an dem Standort in 10 Jahren ein massives Problem, weil wir kriegen keine Innovationen mehr auf den Weg. Mhm. Ja. Das ist das Thema. Jetzt bin ich vorhin da vorne durch den Gang durchgelaufen, da stehen so Elektrofahrzeuge da. Ja? Das ist der größte Blödsinn, den wir gerade machen. Ja? Also wir setzen auf ein Thema, das niemals funktionieren wird. In 100.000 kalte Winter nicht. Ja? Das ist ein Thema, da frage ich mich echt, was das soll. Warum? Erklär mal kurz. Ja, man muss bloß die Energiebilanz hochrechnen von so einem Fahrzeug und das dann multiplizieren. Oder dann musst du solche Kabelstränge in ein Mehrfamilienhaus nahelegen. Das funktioniert halt einfach nicht. Nicht für unsere mobile Gesellschaft. Und vom Verbrennermotor wegzugehen, wenn ihr hört, dass ein Vorstand vom Daimler sagt, wir brauchen keine A, keine B und keine C-Klasse mehr, dann hat es für unseren Standort so einen massiven Wettbewerbsnachteil. Wir sind das neue Ruhrgebiet. Das kommt dabei raus. Man muss nur ins Ruhrgebiet gehen, was passiert ist, nachdem der Bergbau abgeschaltet worden ist. So wird es in Baden-Württemberg in 10 Jahren aussehen. Prophezei jetzt. Und es wird so kommen. Weil wir hier nichts mehr haben werden. Unser Mittelstand wird zusammenbrechen. Wir werden Arbeitslose haben ohne Ende. Wir haben keine Mobilität mehr, wie wir es in dem Sinne eigentlich bräuchten. Und auch dort ist das Thema digitale Infrastruktur ein ganz, ganz wichtiges. Ja? Mhm. So wie du digitale Infrastruktur brauchst, so brauchst du auch elektrifizierte Infrastruktur. Die werden wir nie haben können. Das ist einfach ein Thema. Und ich glaube, da setzen wir aufs komplett falsche Pferd. Aber das ist ein anderes Programm. Aber Stefan, ich glaube, wir arbeiten hier an dem Thema. Das in dieser Region hier, in Ostwürttemberg, wir haben es schon oft besprochen, da ist die Abhängigkeit vom Automobil unheimlich groß. Ja, klar. Und vom Maschinenbau. Ja. Also müssen hier Anstrengungen unternommen werden, den Transformationsprozess in der Technologie zu bewerkstelligen. Aber dazu ist die Hochschule da, dazu sind wir mit da, aber da müssen wir arbeiten. Und ich könnte mir doch auch vorstellen, dass du in deinen Kundenbeziehungen auch positive Beispiele hast, wo du Mut und Zuversicht rausschöpfen kannst für die Zukunft. Ich bin immer positiv. Also bei mir ist das Glas immer halb voll, nicht halb leer. Aber es gibt einfach ein paar Dinge, die sind physikalisch nicht anders darstellbar, bei bestem Zureden. Und es gibt Alternativen wie Wasserstoff, das ist durchaus eine Alternative. CNG-Gas, also in LNG, wir waren einer der Ersten, der einen Gas-LKW gehabt hat. Wir sind auch jetzt einer der Ersten, der einen Elektro-LKW hertut, weil das von Porsche so gewünscht ist. Nur der Punkt ist das, ich kann mit dem Auto 150 Kilometer weit fahren. Ja. Ja? Und das ist ein Thema. Und jetzt habe ich eine ganz andere Frage. Für diese Batterien braucht man Lithium. Richtig. Ja. Habt ihr mal geguckt, wie in Peru Lithium abgebaut wird? Ja. Mit den kleinen Kindern. Die können nach 14 Tagen mit ihrer Fingerkuppe so machen und so runter. Wenn sie das unterschreiben, dann macht Elektro weiter. Wenn sie es nicht unterschreiben, stellen den Elektroscheißdreck ein. Das ist der Punkt. Da machen 12-jährige bis 14-jährige Kinder, kratzen mit den bloßen Händen das Lithium raus. Denn ich bin dort gewesen. Nach 14 Tagen können sie es so machen. Wenn das der Preis ist, den wir zahlen wollen, dann gerne. Wenn nicht, wenn sie das unterschreiben oder wenn du das unterschreibst, bin ich dabei. Dann sage ich, okay, gut, du sagst, es ist in Ordnung. Ich sage, es ist nicht in Ordnung. Das ist mindestens genauso schlimm wie der Krieg in der Ukraine gerade. Bloß, dass man es halt ideal. Ja. Ja, man stellt es ideal typisch dar. Das sind die Fakten. Und über die müssen wir sprechen. Und dann kann der Özdemir danach hocken oder der, wie heißt unser neuer Umweltminister, ich kann mir den Namen gar nicht merken. Ja, kenne ich die gerne dort nachhocken. Und dann soll sie mit mir an den Tisch nachhocken und dann machen wir Halligalli. Und dann werden wir gucken, wer gewinnt. Dann machen wir noch eine Abstimmung
Und lassen wir es mal sehen, was passiert. Auf welchen Kraftstoff sollen wir dann setzen? Wasserstoff und Diesel und nochmals Benzin und auf synthetische Kraftstoffe. Man kann synthetische Kraftstoffe herstellen, ist überhaupt gar kein Problem. Da gibt es eine Firma Öschen Freudestadt, die produziert synthetische Kraftstoffe. Eine Firma Cargill in Salzgitter, die produziert synthetische Kraftstoffe. Klar ist das ein Energieverbrauch. Wir dürfen aber auch keine Kernkraftwerke abschalten. Das Quittung sehen wir doch jetzt gerade. Der Macron ist richtig unterwegs, der baut Kernkraftwerke. Warum machen wir das nicht auch? Ja. Das ist überhaupt, wir können die heute so sicher bauen. Söder stellt sie ja wieder an. Wir haben hier 20 Kilometer weg in Schwäbisch Gmünd eine große Initiative für Wasserstoff. Ja, das ist ein großes Gewerbegebiet. Ja, absolut. Aber das ist natürlich ein dickes Brett, das der Gmünder OB da bohren muss, um da. Klar. Gleichzeitig werden bei Bosch Lenkungstechnik in Schwäbisch Gmünd rund 4000 Arbeitsplätze abgebaut. Ja, das ist genau der Punkt. Das ist ja das, was ich vorhin sage. Ja. Wir kastrieren uns selber. Das ist der Punkt. Wir kastrieren uns selber. Ja, und wir sägen den Astab, auf dem wir eigentlich sitzen, hier in Baden-Württemberg. Das ist das Schlimme. Obwohl wir eigentlich sehr innovative Bereiche haben. Gerade hier in Aalen, in Schwäbisch Gmünd, in Malmsheim, wo der Bosch hockt mit seiner Forschungsentwicklung für Kohle, für Wasserstoff. Aber die findet halt kein Gehör, weil wir alle Mainstream sind. Ja? Weil keiner das Maul aufmacht und weil sie alle denken, um Gottes Willen. Ja. Aber du bist ja da sehr ehrlich, ja? Und schon immer gewesen und sehr direkt. Und du bist ja auch Berater bei den großen Automobilkonzernen in Baden-Württemberg. Sehr direkt, ganz oben. Was sagen die denn dann, wenn du kommst mit diesen knallharten Themen? Wie findet das Anklang oder gar auch kein. Nicht? Gar kein, ja. Nee, du musst ja immer differenzieren zwischen meiner persönlichen Meinung und dem, was ich als Stratege irgendwo gegebenenfalls in der Beratung machen muss. Ja, das, ist, das sind zwei paar unterschiedliche Stiefel. Und ich bin aber sehr wohl in der gleichen Stimmung unterwegs wie jetzt hier. Also ich werde vielleicht schon emotional immer, da muss ich immer bremsen. Aber es ist tatsächlich so, dass die natürlich fremdgesteuert sind. Ja? Die treffen ja keine eigenen Entscheidungen. Die treffen politische Entscheidungen, wo sie am meisten Geld herkriegen. Ja? Also das heißt, für das Elektrothema wird halt aus der EU heraus Milliardenbeträge zur Verfügung gestellt und jeder von den Automobilkonzernen guckt natürlich, dass er möglichst viel reinholt. Warum? Weil die Private Balance Scorecard halt nachher hinter einen positiven Gewinn ausweist, hauptsächlich durch Fördergelder, ja? Und damit sich die ein paar weniger ganz ordentlich die Tasche voll machen. Das ist unser Problem. Normalerweise gehört Vorstandsgehälter bei 3 Millionen gekappt. Das langt doch auch für die Bursche. Braucht doch nicht mehr. Für was? Mit welcher Berechtigung, dass ihr 25.000 Leute entlasset? Sehe nicht. Deswegen, Vorstandsgehälter gehören eigentlich gekappt. Bei 3 Millionen, das langt. Das sind 250.000 Euro im Monat. Sehe, du machst dich in allen Bereichen sehr beliebt. Ja. Mein Job, die nehmen mich trotzdem. Ja, die nehmen dich trotzdem. Gell? Wir haben uns ja kennengelernt, wo du mir mal erzählt hast, wie du in die Beratung reingehst mit deinen Playmobil-Männchen. Ja, klar. Das werde ich nie vergessen. Wirklich, da habe ich viel gelernt. Ja, das muss man machen. Das ist, wenn einer Blödsinn schickst du ihn aus. Ja, Wahnsinn. Ja. Also, ja, aber man kann da wirklich viel lernen. Ja, es ist aber ich denk, mal die braucht, Wahrheit ausgesprochen. Ja, man braucht solche Köpfe. Wir sind Leute, die eine klare Meinung haben, die zum Ausdruck bringen, viel lieber als sie. Ja. So, ob der Fischsuppe daherkommt. So, mir geht es so, wir sind in Baden-Württemberg eigentlich ein ganz ausgewogenes Völkle gewesen, lange, lange Zeit. Mhm. Ja? Und in der Zwischenzeit hat sich das verschoben. Und ich wage, wenn ich den Ausblick 10 bis 12 Jahre weit nach vorne wage, dann sage ich, ist mir eigentlich arg um dieses Ländle, ja? wenn wir die Kurve nicht kriegen. Weil es ist, glaube ich, gar nicht allen bewusst, wie wir an dem Ast sägen, auf dem wir hocken. Das ist echt ein Thema. Und wir dürfen uns nicht, sage ich mal, instrumentalisieren lassen. Ja? Man sollte immer nur einen klaren Menschenverstand bewahren am Ende des Tages und sich mit den Themen vor allem beschäftigen, wenn man über sie reden will. Das gilt vor allem in Richtung unserer Politiker. Ja? Weil am Ende des Tages für die soziale Last, die wir zu tragen haben, für die vielen, die ohne Job nachher dastehen werden, hoch dotiert, ja, zum großen Teil. Und wird ein Problem. Und vor allem reißt es eine riesige Lücke zwischen denen, was heute nachkommt, aus den Hochschulen heraus etc. und denen, die oben weggehen, die eigentlich das Know-how entwickelt haben über viele, viele Jahrzehnte hinweg. Dieses Gap, wo da dazwischen drin entsteht, das sollte man nicht unterschätzen. Und da verlierst du nicht innerhalb von Jahrzehnten den Anschluss, sondern innerhalb von Jahren, und zwar von wenigen Jahren, dass da einfach ein Innovationsgap entsteht. Und das ist ein Problem. Ja. Aus meiner Sicht. Wahnsinn. Gut. Ja. Innovation. Kommen wir vielleicht mal wieder zum Thema Innovation. Jetzt haben wir große Kreise gezogen, andere Themen angestreift. Aber kannst du vielleicht mal noch mal so
für unsere Zuschauer mal so ein Innovationsprojekt darstellen, an dem ihr gerade arbeitet, oder mal ein Beispiel nennen, wo ihr was bewegt. Ich meine, ich kenne ja so ein bisschen, was ihr macht, aber damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie also Digitalisierung heute schon wirklich ein Riesenthema ist. Also wir machen gerade ein relativ großes Projekt für einen Modefilialisten aus Deutschland, der international tätig ist, der eine hocheffiziente Logistik hat, aber der Stand heute eigentlich keine Transparenz hat über seine Prozesse hinweg. Und den transformieren wir jetzt gerade in eine Situation hinein, also aus der Steinzeit in die Star Trek-Zeit. Ja. So nach dem Motto, wir brauchen eigentlich eine komplett durchgängige Supply Chain von Fernost, indem wir Ware tracken, entweder per RFID, das ist eines der Themen, die es dort gibt, oder aber über einen 2D-Barcode, einen QR-Barcode, mit dem wir in der Lage sind, praktisch die gesamte Supply Chain zu checken, zu überprüfen und auch Zeitmanagement zu tracken. Das heißt also, beim Lieferant schon wird das Paket das erste Mal erfasst in China oder in Vietnam. Wird dann praktisch, kommt es dann zum Hafen, dort wird es nochmal getrackt, dann geht es aufs Schiff, dann geht es durch den Suezkanal durch und dann kommt die Ware hier an, dann wird sie von dort automatisch gescannt, wird dann automatisch geroutet, wo sie hin muss, in die jeweilige Zieldestination. Dann kommt sie an ein Zentrallager, dort wird sie umgeschlagen, wird dort wieder automatisiert geroutet und dann zum Kunde, und der scannt es dann nochmal, hat dann auch gleichzeitig die Information darüber, wie viele Teile sind in dem Paket drin, wo muss er sie einräumen etc., Preisinformationen, das ist schon alles da drauf. Das ist eine komplette durchgängige IT-Kette, woraus wir aber auch ableiten, dann nachher ein Stück weit künstliche Intelligenz. Wir können daraus aus dem Tracking der ganzen Datenmengen und aus dem Rückblick auf die Gesamtsituation, sagen wir mal auf einen Zeitraum von 3 bis 5 Monate, dann über entsprechende Arithmetik hochrechnen, wie sich die Geschäfte in den jeweiligen Regionen entwickeln und machen daraus dann neue Planzahlen für die nächste Bestellung. Mhm. Das heißt also, über den Abverkauf in den Regionen können wir über die Hochrechnung feststellen, wie wir die nächste Bestellorder auslösen, auf welche Produkte wir mehr setzen, welche Farben mehr gefragt sind. Und das geschieht praktisch im Sekundentakt. Praktisch mit jedem verkauften Teil nachher hinten raus wissen wir vorne, wie wir anders agieren müssen. Also bekommt mehr Planungssicherheit. Mehr. Du kannst natürlich auch mehr verkaufen. Also wenn du merkst, dass schwarz mehr verkauft wird wie weiß, dann produzierst du weiß weniger und schwarz beim nächsten Mal mehr. Und so kannst du praktisch das ganze Thema durchkonjugieren. Trends identifizieren, alles. Genau. Also das ist so in vereinfachten Worten gesagt, wie sowas heute funktioniert. Und die ganzen Firmen kommen so nach und nach, aber wir stecken da immer noch in die Kinderschuhe. Ja? Also die Chinesen sind da in so Lichtjahre voraus, die sind da wesentlich besser, was das ganze Thema angeht. Oder auch, wenn du Elon Musk anguckst mit seiner Tesla-Fabrik, die ist so dermaßen durchorganisiert und so lean, dass es schon extrem ist. Ja? Man kann sich das so gar nicht vorstellen. Aber da gibt es wirklich ein paar Vorreiter und es gibt jede Menge, die kommen ganz, ganz weit hinter, die alle noch sowas vor sich haben. Ja. Du kannst aber diese Masse gar nicht dazu bringen, weil wir haben gar nicht das IT-Know-how, überhaupt die Masse dahinter abzudecken. Wir haben nur einen ganz, ganz übersichtlichen Pool an Spezialisten, die so etwas überhaupt umsetzen können. Das ist unser größtes Problem. Ja. Und dort müssen wir unheimlich Gas geben, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Das ist ein richtig großes Thema. Weil die ganze Masse dahinter, die das noch nicht kann, die wird irgendwann kommen. Und für viele wird es zu spät sein. Und wo holst du die Leute her? Das wollte ich gerade auffragen, Partner. Wie viele sind da beteiligt? Weil ich weiß ja auch von dir, dass das um große Summen hier geht. Das ist ja jetzt kein kleines Mini-IT-Projekt, was ihr da gerade stellt. Das Projekt dort, das liegt so bei 70 Millionen. Ja, und das ist eine große Nummer. Das ist schon eine harte Nummer. Und dieses Unternehmen hat heute schon 120 IT-Leute, dem fehlen aber 50. Die 50 kriegst du aber national gar nicht gesourced, weil du sie nicht bezahlen kannst. Ja. Und die fehlen überall. Die fehlen überall. Jetzt noch mehr in der Ukraine. Noch überall. Und in der Ukraine sitzt natürlich auch viel IT-Kompetenz, darf man auch nicht vergessen. Also das ist auch ein richtig großes Thema. Und was mit einer der schwierigsten Themen ist überhaupt, neben dem, dass die fehlen, ist
eben die finanzielle Situation, mit was für Einstiegsgeldern die kommen. Und jetzt haben wir noch ein anderes Thema, Corona, Homeoffice. Also klar gibt es Corona, ich bin geimpft und geboostert und alles, gar keine Frage. Nur der Punkt ist, dass wir beschäftigen uns viel zu viel damit. Lasst doch laufen. Ja, ich meine, jetzt aber nicht mehr, leider. Auch jetzt geht es ja wieder. Heute haben wir schon eine neue Diskussion. Das ist ja echt krass. Ja. Nein, aber Corona hat dafür gesorgt, dass die Arbeitswelt von heute nicht mehr, die Arbeitswelt von gestern morgen nicht mehr die gleiche sein wird. Ja. Das heißt, Homeoffice, Private Balance, Work Balance. Ja. Das heißt also deutlich mehr Freizeit für mich, was ja auch ein Stück weit okay ist. Wir arbeiten im Grunde genommen alle zu viel, ist unser nächstes großes Problem. Wir diskutieren bei uns in der Firma gerade die 4-Tage-Woche, weil wir einfach das Problem haben, dass die heutige Arbeitsbelastung des Einzelnen ja viel zu hoch ist. Ja, wenn man ans Handy denkt, ja, das ja im Grunde genommen, das ist eigentlich die größte Sucht, ja, auch für mich, ganz klar, gar keine Frage, aber ich arbeite 24 Stunden am Tag, weil das Ding ja ständig mich aggressiv angreift. Ja. Zum Male. Ja, und das ist ein Problem, das geht ja nicht. Ja. Also, ich will gar nicht von Burnout reden oder dem ganzen alles Schwachsinn, das ist alles okay, aber der Punkt ist das, wir sind nicht in der Lage, mal Nein zu sagen oder sich mal auf die persönlichen, privaten Werte zurückzuziehen. Wir sehen eigentlich nur immer das muss ich noch machen, das muss ich noch tun. Und was passiert, dann entsteht Frust. Und jetzt gibt es Homeoffice. Und gerade die Leute aus der IT heraus, die haben einen ganz speziellen Arbeitsstil. Die müssen oder die wollen nicht zwingend im Büro sitzen. Das ist für die uncool. Die hocken lieber daheim in so einem Sessel drin, den sie hinten runterlassen können. In der Gamer-Sessel, ja, whatever. Aber dort entfaltet die ja volle Kreativität. Nur ist es jetzt eigentlich für Althergebrachte, so wie mich, ich bin ja auch schon ein alter Sack, ist es ein Thema, dass wir dann sagen, hey, damit kann ich eigentlich nicht umgehen. Also ich tue mir auch schwer, Leute in Homeoffice zu schicken und zu hoffen, dass sie dort den gleichen Job machen, wie wenn sie hier sind. Aber die tun das. Und auf der anderen Seite ist so, die wollen aber auch ihr Party-Life haben. Ja? Wir leben in einer Erbegesellschaft, das darf man auch nicht vergessen. Ja? Die haben alle keinen Druck mehr, so wie wir es hatten, vielleicht in früheren Jahren. Ja? Wir müssen fleißig schaffen, Häusle bauen. Die müssen kein Häusle mehr bauen, hat ja der Opa schon gemacht. Also von daher, und das erbe ich nachher. Also da brauche ich, und mir lang, Auto brauche ich auch keins mehr, weil das ist ja auch nicht mehr cool Auto. Ist ja alles, wird ja alles schlecht geredet, Parker kann ich eh nicht. Also was brauche ich? Brauche ich noch so einen scheiß Roller, der irgendwo in der Gegend umeinander steht? Ein E-Bike. Und alles verschandelt. E-Bike ist noch okay, das ist ja auch für mich gut, weil da kann ich auch mal 20 Kilometer weit fahren. Aber das sind so Turbo. Themen, das geht ja alles ineinander rein. Ja? Und wir haben ein komplett falsches Werteverständnis in der Zwischenzeit. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Ja? Und wenn man da nicht dran arbeitet und das Thema offen diskutiert, die Junge sein lassen, aber sie trotzdem zu einer Leistung animiert und in die Alte die Wertigkeit lassen, die sie haben, und die dazu motiviert, Know-how-Transfer zu betreiben, dann haben wir vielleicht eine kleine Chance. Wenn wir das nicht tun, wird es gefährlich. Ja, das hört sich ja fast schon nach einem Wunsch an, weil wir fragen ja immer so ein bisschen am Ende der Sendung, was du dir wünschen würdest, unseren Gast. Ist ganz klar, lass den Krieg in der Ukraine zu Ende gehen, und zwar morgen oder nachher, am besten gleich. Ja? Jetzt. Ja, oder gäbe mir Gewehr. Das wäre die nächste Variante. Oh je, meine, ja. Aber da hätte ich gar keinen Stress. Es wird Zeit. Ja? Wir müssen langsam mal was tun. Ja? Und jeder weiß ja bei dem Krieg was Besseres. Ja? Es kommen ja wieder solche viele Leute aus der Ecke, die immer gut reden können. Das ist echt immer ganz geil. Ja? Das ist wie immer so. Also hinterher sind sie alle schlau. Hinterher sind sie wirklich alle schlau. Was beeindruckend war, es gab vor ein paar Tagen bei der Maischberger ein Interview mit dem Herrn Merz von der CDU und mit dem Herrn Gabriel von der SPD. Und wenn man mal hört, was die für Know-how haben und was sie alles wissen bis 1977 zurück, was für ein Protokoll war etc. pp. Und wenn man das mal so nachverfolgt, dann muss man sagen, alle unsere Politiker haben eigentlich versagt in den letzten Jahren, ja? Wenn das alles so mal richtig Revue passieren lässt. Und noch schlimmer wird es dann, wenn natürlich jetzt unsere neue Regierung, die ja sicherlich einen ganz, ganz schwierigen Stand hat, also ich möchte das auch nicht machen, mir so ganz bestimmt nicht. Aber für manche wäre es besser, sich das jetzt Maul halten, als wie das irgendwas rausverzählt, was einfach nicht zielführend ist. Ja? Das ist einfach Bullshit. Ja? Und schlimm ist eigentlich, dass wir es nicht gemerkt haben, wie der da drüben tickt. Ja? Das ist eigentlich das Grausamste. Deswegen wäre mein liebster Wunsch,
nachher Feierabend, ja? Wenn wir fertig sind. Mhm. Schluss machen. Aus, basta. Mhm. Dann hoffen wir mal, dass das ganz schnell wahr wird. Mehr Wünsche brauchst du nicht, außer gesund bleiben. Wünschen wir uns alle. Ja. Okay. Und vor allem für unsere Kollegen. Wir haben ja zwei in der Ukraine. Ja, ihr habt ja Mitarbeiter da drüben. Wir auch. Also ja. wir durchaus auch. Und ihr habt Freunde da drüben. Und wie gesagt, Wladimir Klitschko ist ein wirklich langjähriger, guter Freund, Vitali. Und ich drücke beide Daumen, dass die Jungs da drüben einigermaßen rauskommen. Und wenn man hört, was da drüben so abgeht, und der Zelensky, da kann man ja nur den Hut ziehen. Ja? Ja, wünscht dir, dass einer von unseren Politikern mal so der Arsch in der Hose wird, wie der. Ja, sensationell. Da stimmen wir zu, oder? Gut. Jawohl. Super, ja, schön. Danke. Also jetzt sind wir am Ende der Sendung angelangt, aber es ist noch nicht zu Ende, weil wir tragen ein langjähriges Gefecht aus, der Stefan und ich, dass Stefan behauptet, dass er den besten Kartoffelsalat macht des Landes. Und ich behaupte nämlich dasselbe, dass mein Kartoffelsalat der allerbeste ist. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt nehmen wir das doch mal zum Anlass. Und wir haben ihn eingeladen in unsere Sendung, schon vor ein paar Monaten. Es hat dann auch wegen Corona nicht immer hingehauen oder hat nicht hingehauen bis heute. Und haben gesagt, wir challengen uns live in dieser Sendung, weil da kann man dann auch nicht bescheißen oder irgendwas tricksen. Jetzt muss man fairerweise zusagen, das sind alle abhängig Beschäftigte. Ja. Nein, deshalb haben wir extra jemand Neutrales noch mit eingeladen. Und jetzt werden wir diese beiden handgemachten frischen Kartoffelsalate testen von einer unabhängigen Jury. Genau, nämlich der Patricia, dem Olli und dem Andreas. Da freuen wir uns. Und dem Winfried, der testet auch noch mit. Und jetzt kommt mal näher ran, dass ihr alle im Bild seid. Und wir haben, vielleicht Patricia, zeigt du das einmal. Also das Teller schön in der Mitte getrennt, so ein bisschen wie die Mauer. Und da gibt es dann den einen Kartoffelsalat, eins, und den zweiten Kartoffelsalat, zwei. Und jetzt wisst ihr natürlich nicht, wer welcher ist. Und vielleicht kommentiert ihr das auch ein bisschen, weil heute werden wir auf jeden Fall die Kartoffelqueen oder den Kartoffelkönig, das wird dann nachher verliehen, die goldene Kartoffel, werden wir, ja, ich hebe das Mikro, werden wir heute küren. Also, ich stelle es schon mal bei mir ab. Also, wer will loslegen? Andreas, willst du mal? Probieren. Ja, probier erst mal. Also optisch, optisch bewerten. Ja, optisch bewerten. Ja, ja, also der eine Kartoffelsalat erscheint etwas blässlich, während der andere eine gesunde gelbliche Färbung aufweist. Ich mag ihn drin. Also hier ansprechender ist und das Auge isst ja mit. Ja, also ich nehme jetzt den ersten Bissen hier von dem gesünder aussehenden Kartoffelsalat mit der gelblicheren Färbung. Sehr gut, okay. Wir essen gleich mal mit, oder? Ja, essen wir gleich mal mit, genau. Ja. Sandra, nochmal was zur Optik, ja? Ja, nur grundsätzlich muss man was sagen. Ja. Das Hauptkriterium für einen Schwaben ist natürlich, ob der Kartoffelsalat schwätzt. Richtig. Schmatzt. Schwätzt, sagen wir mal. Ja. Und? Wie ist jetzt? Ja, ich bin gerade dabei. Bis jetzt hat noch keiner geantwortet. Du nimmst Kommunikation auf zu Kartoffelsalat. Hört man es? Ja, ja, der eine schwätzt. Wer ist das? Der erste oder der zweite? Das ist die Nummer eins. Das ist die Nummer eins, schwätzt. Gut. Sehr gut. Aber der zweite schwätzt auch. Also beide schwätzen. Okay, beide schwätzen schon mal. Olli, was sagst jetzt du als Vollschwabe? Ich glaube, das ist Nummer eins. Kommt mir so heimischer vor, wie ich es doch von daheim bin, von der Mutter. Wobei ich ehrlich gesagt auch gern Gurke esse. Das ist meine Leibspeise am Rande vom Kartoffel. Aber das ist ja eine spezielle Kombination, die gibt es nicht immer so, das muss ich mal sagen. Ja. Und geschmacklich habe ich jetzt noch keinen so riesig großen Unterschied feststellen. Ich muss noch mal reinbeißen. Gut, der Olli hat auch Corona gehabt. Ich bin geschmacklos. Patricia, jetzt kommt mal die Dame. Das ist schwierig, also beide schmecken sehr, sehr lecker. Was mir jetzt bei dem einen gefällt, ist, sind richtige Kartoffelstücke drin. Ich mag das, wenn ich es esse und ich beiß auf etwas. Ja, ich habe so ein bisschen fest. Das andere ist ein bisschen matschiger. Aber vom Geschmack muss ich sagen, ich mag es nicht, wenn es süß ist. Ja! Ich mag es eher, wenn es ein bisschen frisch ist. Und ich lasse auch immer den Zucker weg im Salat. Also das ist bei mir ganz arg wichtig. Okay, gut, gut. Wie das sage. Also, du hast ich würde sagen, der Hunger treibt beide unter. Auch gut.
So, aber jetzt müssen wir ja... Ich möchte an der Stelle nochmal bemerken, dass alle, die hier sitzen und stehen, mit Ausnahme vom Kollege hier, sind abhängig beschäftigt. Ja? Also ich bin nicht abhängig beschäftigt. Nein, gar nicht. Neutral. Patricia, halb neutral. Ich hab mit Blackpink und Sandra so gut wie nichts zu tun. Ich bin nur Gastesser. Ja, also, so, kommen wir mal zum Urteil. Halt tatsächlich matschiger. Mhm. Ich habe eigentlich eine ideale Lösung. Ja, also jetzt. Ja? Also, der eine Kartoffelsalat ist von der Kartoffel Queen und der andere ist vom Kartoffel King und die sind beide gleichberechtigt. Oh. Ein salomonisches Urteil. Patricia, was sagst du? Du musst eigentlich das Mikrofon. Ah ja. Also Patricia, was sagst du? Jetzt haben wir 1-1. Also dein Punktzahl ist halbe-halbe. Okay. Boah, schwierig. Also ich würde wegen dem Zucker würde ich dem Stefan einen Punkt geben. Mhm. Optisch aber dir. Mhm. Ja. Okay. 2-2. Okay. Also ich tendiere doch, also geschmacklich mehr zu dem Dunkelgelbe. Von wem also, das ist irgendwie so. Ich sehe mich gewinnen. Aber Note kann ich nicht vergeben. Also optisch spricht mich die Nummer 1 etwas mehr an. Dann vom akustischen Erleben waren die beiden gleich, möchte ich sagen. Dann jetzt vom geschmacklichen fand ich die Nummer 1 etwas raffinierter. Aha, ja? Aha. Und deswegen da auch mein Votum für die Nummer 1. Ich sehe ein klares Gewinn. Gut, dann ist so. Wer überreicht mir jetzt mein... Ich nicht. Stefan, könntest du mir vielleicht... Kannst du selber überreichen. Nein, ich muss wirklich eins sagen. Ich muss wirklich, ich finde es gut. Ich schließe mich eigentlich Winfried an. Ich muss ehrlich gesagt sagen, meiner ist wirklich dieses Mal ein bisschen zu süß geworden. Und ich habe deinen probiert und mir hat deiner nämlich auch besser geschmeckt. Von dem her gebe ich selber auch 1-1. Wir haben beide gewonnen. Komm. Sensationell. Und ich gebe dir als Gast. Nee, danke. Ich verzichte. Wir essen sie, wir kochen sie und essen sie gemeinsam. Unbedingt. Olli, jetzt war Schweine beschäftigt. In diesem Sinne aber vielen lieben Dank, dass ihr probiert habt. Ihr lebt alle nur und steht gerade. Also es hat wohl gemundet, genau. Also vielen lieben Dank. Ich habe gesagt, ich gebe mein Kartoffelsalatrezept gerne der Community preis, während Stefan gesagt hat, nein, gar nichts. Ich gebe überhaupt nicht meine Geheimnisse preis. Gell? Seht ihr? Also ich bin da auch voll für die Community. Ja gut, du hast ja eh von deiner Oma als von euch. Nein, habe ich nicht. Okay, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.